Oh, so Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pyrus Kingdom Hearts. Das letzte Mal ist derselbe Fehler von Vanitas schon wieder passiert und es existiert nun ein zweiter Pyroflo, der sich X-Pyroflo nennt. Und ja, wir haben Marco lebt. Und für Choro war das eine Enttäuschung, aber egal. Und ja, jetzt machen wir die Arena hier. Und zwar den Veteran Cup. 17 Runden! Schwul, ey. Das heißt, wir machen sozusagen den Anfänger, Medium und Profi Cup gleichzeitig. Das wird ein Spaß. Kann sein, dass es mehr als eine Stunde dauern wird. Ich frag mich jetzt, ob ich wirklich einen Blitz dafür verschwenden soll. Ach komm. Keine Animation von Marco, seine Sense ist schwul. Aber man sieht, Marco ist noch schneller als Pyroflo. Marco guckt so uninteressiert. Ach, wieso mache ich den Kack hier? Ist genau wie bei Patrick gewesen. Naja, da Marco am schnellsten ist. Ja, sogar perfekt eigentlich hier. Ah, ah, ah. Okay. Ach, Iados-Lampen schon wieder. Oh, ich hatte dich irgendwie vergessen. Deine Sense ist schwach, Marco. Pyroflos Waffe ist mächtiger. Choros Waffe ist mächtiger. Tomkes Waffe ist schwach. Wache! Lern Deutsch schon. Scheiße, irgendwie ist Pyroflo zu stark geworden. Choro, schäm dich, du bist der Stärkste. Schumpe! Naja, jetzt kommt die vierte Runde. Ich wette, dass Marco bestimmt einen guten Angriff besitzt. Okay, Ah, Rundumhieb, also. Schwummdumhieb nenne ich es immer noch. Schwach. So. Gut, jetzt die fünfte Runde. Ah, Mann. Ether für Pyroflo. Schwummdumhieb, bitte. Komm schon, unnötig, Mann. Schwummdumhieb. Schlappe! Ey, 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 ey! Das ist Choros Job. Bin ich nett. So. Okay, Neta, danke. So, damit haben wir mal den Anfänger Cup durch. Jetzt kommt direkt die sechste Runde und wir fangen mit den Medium Cup an. Ach, ihr schon wieder.
Ether für Pyroflo nochmal und Schwummdummhieb. Gib doch Pyroflo keine Arsch, sondern Marco, ey. Schwummdummhieb. Ja, Schwundumhieb ist zwar schwach, aber okay, langsam nervt es, den Namen so zu benutzen. Schwundumhieb! Jo. Alter, wie viel Schaden Choro verloren hat. Ey. So, erstmal Vita für Choro. Jetzt hört endlich mal ein und Tonke den hier. Und Schwummdummi. Ich weiß, dass es Schwummdummhieb heißt. Wenn es euch aufregt, ist es mir scheißegal. Aber ich nenne es Schwummdummhieb, weil Marco schwul ist. Ja. Nee, man kriegt ja noch bestimmt noch ein Level Up während des Cups und das ist ja irgendwie hilfreich. Du, nein. Verbrenn ihn. Du machst dir sofort die MP von denen da und Schwummdummhieb. Schwummdummhieb! Auf Choro, verdammt! Auf Choro! Ach, okay, wäre zu schön gewesen. Und stirb. Schwummdummhieb! Stirbt jetzt einer von euch? Ach. Stirbst du jetzt? Ach. Hast du keine MP mehr oder was? Schon du Mief! Steht jemand tot? Nein. Bist du jetzt tot? Ja. Und du? Ja. Und du? Noch. Schon du Mieb. Okay, der war jetzt unnötig. Ah, okay. Jetzt kommt Kampf 8. Ach, ihr. Blitz. Du gibst Pyroflo und Ether. Tomke, fessle mal einen von diesen Crescendo und... Marco, Schwummdummhieb! Okay, diese Angriffe sind irgendwie immer stärker, kann das sein? Okay, aber der Angriff ist so OP. Gut. Damit haben wir schon mal einen Wichser angehalten. Oh, nein. Das könnt ihr vergessen. Na, hey, Choro, was machst du da? Töten! Nein, Tonke. Jetzt gibst du mal den
Fettsack da. Ein paar MPs zurück. Schwumm, Dummieb! Eigentlich ist mir das scheißegal, aber ich brauche ihn. So, Marco, du heilst dich erstmal. Und überlass das jetzt mal Pyroflo. Willst du mich verarschen? Und jetzt du. Perfekt. Jetzt kommt Kampf Nummer 9. Und zwar die Schwuchteln da. Erstmal Stopp. Geh Pyroflon in normale Potion. Tonkefest ist den Fettsack da. Oh, Marco. Schwumm, Dummhieb! Oh! Okay, Choro, du gibst Marco erstmal eine High Potion. Und Tomke, gib ihm noch einen Ether. Und Marco, Schwumm-Dummhieb! Setz. Schon Dummhieb. Ja, klau mir ruhig mein Geld. Pyroflus ist so immer noch der Brieftaschenboy. Marco würde ich mein Geld nicht anvertrauen. Oh mein Gott! So, stirb! Du auch! Gut, 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 gut. Perfekt eigentlich. Und jetzt eine schöne Angriffskette. Genies zuerst. Zehnte Runde. So. Dafür brauche ich meine flammende Rage. Tomke, klau dir mal die MPs von den Crescendo. Schwumm, Dummhieb! Und jetzt alle ein Arsch trete.
Den Vita-Typ muss ich auch noch angreifen. Schon der Mieb. Marco hat. Du kannst, Viva, kannst du es wagen, mein Geld zu klauen, Marco? Dafür gibt's einen Arschtritt. Ja, endlich mal was vom Brieftaschenboy geklaut. Als hätte jetzt irgendwie bald so einen Pyrofluss Kingdom Hearts Insider. Tot. Kein Level-Up, schade. 11. Runde. Ihr Wichser. Okay, hier muss ich mich wieder anstrengen. Denn das wird kein schönes Erlebnis. Aber erstmal Stopp. Erstmal den Vordersten davor schwächen. Ich könnte Sinister Blitzer benutzen, aber das würde zu viel verschwenden und hätte jetzt noch keinen Sinn. Obwohl jetzt die anderen alle stehen geblieben sind, was mich jetzt gerade wirklich wundert. Immer den Vordersten angreifen und Schwundumhieb. Für jeden Arschtritt. Du mich auch, Drehschraube. So. Ach komm, gib Marco mal eine Mega-Potion, ey, und Marco, Schwundumi bitte. Warum hab ich natürlich nicht wieder schon dumm, Hiebe? Ach, Drehschraube, du drehst zu viel an der Schraube. Ihr habt doch eine Schraube locker! Erstmal schön heilen.
Und schon wieder ein Schwummdummhieb für nichts. Alter, das nervt langsam. Vollkorn! Punch! Stirb! Ach Gott! Ach ihr Schwuchteln, bleibt stehen! Sturer Angriff! Und du mupfst dir mal von jedem MPs. Gut, da verzichte ich mir mal auf Markus MPs. Denn alle sind stehen geblieben. Da können sich mal die wichtigen Charakteren mal um jeden Gegner einzeln kümmern und Topke zerstört auch die MPs. Und mobst sie. Oder mobst sie. Nein, ich sagte verzichten. Okay, die haben genau 100 MP. Das habe ich mir auch irgendwie gedacht. So, ich hoffe, der stirbt jetzt meintlich. Gut, nur noch den da unten und nachher sind sie schutzlos. So. Nach dem Part habe ich Hunger auf Kekse. Oh, der eine hat wieder gelernt, sich zu bewegen. Doch leider vergebens. So, benutze diesmal ein High-Ether für Pyroflow. So. Tonkin kümmert sich in dem Kampf mal um die medizinische Sache. Denn wir haben zwei gute und einen kackigen Kämpfer. Okay, einen guten, einen dummen und einen kackigen. Falls Marco jetzt glücklich ist. Ah nein, du bist für die Medizin zuständig. Ich stelle mir irgendwie gerade die Effekte selber vor. Also nichts mit Kacke oder so. Ich stelle mir eigentlich schon einen Klo-Effekt mit einem Klo-Spülgeräusch. Ja, ich träume mal wieder zu viel. Das ist nicht gesund. Nein, nichts abwärts, Choro. Für diese Runde opfert sich mal Tonke für den Kampf. Yeah.
So. Eine schöne Angriffskette jetzt. Ich summe irgendwie viel zu viel mit, das ist schon ein bisschen bekloppt. Das geht auch fürs mit singen. Oder ein mit dum dum. Ah. Und den kann man bis auch nun durch. Auf zur 13. Runde. Okay, mal geht's mal 10. Für Runden fehlen mir noch. Ihr Defendoren. Ihr seid eigentlich überhaupt keine Gefahr für mich. Aber trotzdem werde ich in die flammende Rage kommen und eure MPs zerstören. Und Meter fressen. Alter, dich töte ich zuerst. Okay. Ein Powerschlag noch. Da, 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 da. Ey, ich darf nur Marco verkloppen. Greif mal bis dahin den da an, also damit wir noch eine kleine Abwechslung so haben. Drei. Oh, du hast keine Chance gegen mich. Greift Choron, verdammt. Wisst ihr, was ich machen sollte? Im Moment. Erstmal vorbei gegen den anderen Defender, damit er durch den Brand auch Schaden kriegt. Wie gewonnen, so zerrollen. War das jetzt ernsthaft 22? So. Da, 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 da. 710. Geil, oder? Oh! Ich werde das jetzt überglücklich. Aber auch da verlässt uns Choros flammende Rage. Auf dich zu bewegen. So, Pyroflo macht eine kleine Heilpause. Ich besitze noch ein Finale-Elixier, damit ich dann wieder gegen diese Tornado-Viecher gut ankommen kann. Ah, die werden was erleben können, wenn ich wieder da bin. Ja. Na
Naja, Marco macht ja wenigstens auch noch gut mit. Greift Tomke mit dem Schild an. Ey, dein Schild nervt mich! Reiz mich nicht! Oh, eine halbe Stunde. Okay, irgendwie bin ich jetzt ein bisschen schneller, aber ich wette, ich krieg wieder so eine 47-minütige Aufnahme. So, auf zur 14. Ich dachte 15. Bitte nicht die Tornado-Fitte, bitte nicht. Ah! Blitz! Ja, okay. Blitzra! Feuersturm! Ach, kacke. Und zerstör irgendwem die. Nein. Ich mache das jetzt ein bisschen spezieller. Stopp. Feuersturm. Sein nächster Blitzer. Bitte, bitte, lass mich zuerst sein. Ah, ich meine nicht Büroflo. Ah. Na? Sprachlos? So? Ruinier's mir nicht. Nein, nix Abwehr. Allein Mittel für Choro. Plus eine kostenlose Heilung. Okay, direkt auf den Angriff, bitte. Mach mal Feuersturm, ich möchte mal sehen, was das kann. Absorbiere die Habis von dem Vieh. Und Marco, einmal Schwundumhieb. Da! Oh, ich bin so mächtig. Ja, Mann. Ja. So schnell geht das also. Noch ein High-Ether für Marco mal. Und Powerschlag. Okay, das ist jetzt nicht so, wie ich es mir gerade erhofft habe. Ich will mich ja schließlich heilen. 15. Runde, gut. Das sind... Ach, ihr Schwuchteln. Ihr habt doch eine Allergie vom Blitz, hä? So, Aether, Marco. Und du machst noch einmal Sinister Blitzer. Dieser Herabstimme-Angriff nervt langsam. So. Nein, Tomke, keine Abwehr. Fest jetzt mal den Wichser da hinten und Marco schon dumm hier bitte. Büroflo, Blitz bitte. Ich sagte Blitz. Gut. Wisst ihr was? Ich provoziere ein bisschen und mache daraus eine Heilrunde. So. Du ruinierst mir noch alles.
Okay, Tomke. Komm, der Scheißhaufen verdient doch mal einen neuen Klowechsel. Mit anderen Worten, ja. Ah, ich muss zugeben, Markus wird nicht OP. Sterb, Mann! Gut, ich komme den Sieg immer näher. Runde 16. Ach, ihr! Moment, die... Mit denen darf ich jetzt nicht Blitz rangreifen, weil die heilen sich dann irgendwie. Oh, ich bin stolz auf dich. Du benutzt den Angriff auf Choro. Dafür kriegst du einen Arschtritt. Oder einen Schnitt. So. Danke, Büroflo. Gut, wir machen das jetzt mal so. Ich mache jetzt mal eine Heilrunde daraus und gebe diesmal Pyroflo ein High-Ether und... Na warte, Choro sollte angreifen. Und Marco ein High-Ether. Und Marco macht noch einen Schwundumhieb. Alter, wie Marco mir eigentlich alles erleichtert. Ach, schon wieder ein Schwundumhieb. Ich sollte aufhören. Ich sollte damit aufhören. Die, Bitch! Nur noch Finalrunde und dann habe ich den Veteran Cup durch. Stopp! Flammende Rage. Wir fesseln den Tornado-Vieh. Falschen Gegner erwischt. Ach, Drehschraube, dich habe ich vergessen. Du bist unwichtig. Choro! Ihr alle verdient einen Rumdumhieb. Ich meine Schwundumhieb. Choro, du Idiot, ey. Alter! Gut, jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen. Also eins weiß ich, der Sack muss sterben. Joe macht einen Sturmangriff auf den Defender. Tomke, du zerstörst oder ne, mobst die DMP von den Tornado-Tänzer. Und um Schwundumhieb. Damit Markus doch einige Sachen erleichtert. Okay, Vita auf Choro. Flammende Rage.
dem MP-Mopser und schon um ihn. So. Ach, du oben lebst ja noch. Und du bist unwichtig. Moment. Ein P-Mobster auf den Absorbierer da. Danke, damit ist schon mal der erste tot. So, und schon, Dummi. Stirb auch! Ich gewinne den Cup noch! Meine Drehschraube kam nicht mal am Arsch! Am Arsch, hörst du? Och, Marco, bitte. Du wirst den Kampf jetzt noch überleben, ob es dir nun gefällt oder nicht. Och, oder weißt du was? Aber nur ausnahmsweise. Jetzt bist du auch tot, oder? Nicht? Geil! Okay, Marco, jetzt hast du dir die Potion verdient. Das war's. Ah! Und kein Level ab, wie schade. Was für ein Kampf. Wir haben den... Okay, Epic Feldbüro Flo, da steht Profi Cup. Großartig. Oh! Moment mal. Ah. Büro Flo, Epic Fail. Ah, erstmal heilen gehen. Ah, Moment. Es gibt ja noch eine Quelle da oben. Nicht day. Ich speichere jetzt und kontrolliere mal, ob ich überhaupt den Veteranen-Cup nochmal machen muss. Ich hoffe nicht. So, erstmal speichern. Und nochmal. Und weil ich so scheiße bin, nochmal. Erstmal möchte ich mal gucken, wie viele Punkte mir jetzt noch fehlen für den nächsten Level. Okay, sieht positiv aus. Auch positiv. Ja, auch positiv. Ach, du fick dich, du Fettsack, ey. Ah, Boss Rush. Nein, danke. Mafia ist denn nichts. Denn, ja. Ach, Moment. Moment! Ist doch kein Epic Fail, oder? Warte. Nein, gar kein Fail. Ich dachte irgendwie schon, weil ich hatte ja vor dem Cup auch solche ähnlichen Schriftrollen. Okay, ich entschuldige mich dann nochmal, Pyroflo. Dummheit eben. Und ja, das war's. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen oben, legt zum Favoriten und wenn ihr freut seid, könnt ihr auch ein Abo hinterlassen. Und wir werden uns beim nächsten Part wieder in der Arena sehen, wo wir den Boss Rush machen. Tschüss, ciao, ciao, sagt euch heute Ruhe.